Ein Wochenende für alle Fans des Fechtsports. 2 Jahre lang trifft die Berliner Fechtelite aller Waffengattungen im Sportforum aufeinander. Und auch der 2. Tag der international offenen Berliner Meisterschaften ist so ereignisreich wie der 1. Klassischerweise eröffnet das Turnier den Kalender für die meisten Fechter, auch so aus dem Umland. Deswegen haben wir auch ein paar Gäste, die jetzt gerne dieses Turnier mitnehmen. Und auch einige internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind am Start. Der Titel in der Degenkonkurrenz der Damen geht aber an das Fechtzentrum Berlin. Im Finale macht Evgenia Memtschanova kurzen Prozess. 15:5 der Endstand gegen Lisa Marie Mielke vom FC Leipzig. Letztes Jahr war Memtschanova noch gegen Mielke im Achtelfinale ausgeschieden. Vielleicht habe ich mir heute im Finale selbst gezeigt, dass ich gegen Lisa gewinnen kann. Das zeigt mir, was ich kann und macht mich sehr stolz. Und bei den Herren? Ja, da ficht sogar der neue Präsident des Berliner Fechterbundes mit. Für Thomas Pönisch sind es die ersten Berlin Open in Doppelrolle. Aber natürlich ist das Turnier immer etwas ganz Besonderes. Am Ende reicht es für ihn sogar für Platz 5. Das ist für mich immer wie so nach Hause kommen hier in der Halle und ja, mit der Siegerehrung zwischendrin fechten. Irgendwie ist es ganz witzig und ja, macht mir Spaß. Das Finale der Herren mit dem Franzosen Raphael Dominici und Ruben Derksen aus den Niederlanden in festen Händen der internationalen Konkurrenz. Beide liefern sich ein spannendes Gefecht, doch am Ende ist es Derksen, der den entscheidenden Treffer zum 15:13 setzt. Es war ein schöner Wettkampf, unaufgeregt und nicht zu stressig. Ich hatte ein paar härtere, aber auch etwas leichtere Gefechte. Alles in allem hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Derksen erreicht auch mit dem Team das Finale, muss sich aber gegen die starke Mannschaft des SC Grunewald geschlagen geben. Selbstverständlich wurden auch die Siegerinnen und Sieger im Florett ermittelt. Hier sind nochmal alle Ergebnisse der Berlin Open 2023 im Überblick. Erfolgreiche Turniertage in Hohenschönhausen gehen zu Ende. Das nächste Highlight ist dann der Weiße Bär im Januar. Bei der 62. Ausgabe des eigentlichen Herren-Degen-Turniers wird es dann auch erstmals eine Damenkonkurrenz geben, für welche sich alle Finalistinnen bereits automatisch qualifiziert haben. Dann tritt nicht nur die Berliner Fechtelite an, sondern die der ganzen Welt.